Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Battle im Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Ich hänge hier ab auf dem Kampfplaza und habe gerade eine Gegnerin aus Japan gefunden. Diese Person hat die Pokémon Flunkiefer, Garados, Kapokime, Demeteros, Porygon 2 und Mimikma dabei. Dieses Mal habe ich ein Mono-Normal-Team dabei. Megaschlappohr, Relaxo, Staraptor, Chanera, Elizard und Pyroleo. Alles klärchen. Ich werde definitiv Mega Schlappohr mitnehmen. Wegen Mimikma. Demeteros, ja. Schlappohr würde definitiv eine gute Figur abgeben mit der Attacke Ice Heap. Wie sieht's aus mit Staraptor? Lohnt sich das? Könnte gefährlich werden wegen Porygon 2, Donnerblitz und so. Und Kapokime und Garados Eisstrahl. Also Megaschlappohr nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich nehme Elizard mit und Relaxo. Ich weiß nicht warum, aber ich mach das mal. Alles klärchen, ich bin schon ziemlich gespannt, wie weit ich es bringen werde mit meinem Teamchen. Okay, die Gegnerin ist ready. Ich bin ready, ich hoffe, ihr seid auch ready. Let's go, Lights. So, Schlappohr. Nicey. Ich liebe dieses Pokémon. Besonders die Megaform. Geist-Pokémon sind keine Hindernisse mehr. Wir können mit Normal- und Kampfattacken solche Pokémon treffen. Das ist genial. Porygon 2. Okay. Item Evolit. Ich würde mal sagen, wir fangen auf ganz entspannt mit Mogelhieb an. Und danach schauen wir weiter. Höchstwahrscheinlich werde ich Turmkick einsetzen. Wobei, falls die Gegnerin Demeteros hat, ja, dann würde es sich lohnen, vielleicht doch auf Ice Heap zu gehen. Jetzt frage ich mich, ob die Gegnerin bewusst mit Porygon 2 geblieben ist, damit zum Beispiel Demeteros kein Chip Damage abkriegt, oder hat sie das bewusst so gemacht? Soll ich auf Turmkick gehen? Ich meine, wenn wir jetzt daneben treffen, dann ist das fatal. 50% an Kraftpunkten werden wir selbst verlieren. Ich riskier's. Porygon 2 wird zurückgerufen, okay. Kapokime. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenigstens treffen wir, das ist erfreulich. Immerhin guter Damage. Es war nicht sehr effektiv, aber dennoch ist es ein super Damage. Okay, Rückkehr. Der Spezialverteidigungswert von Kapokime sollte besser als der Verteidigungswert sein, wenn ich mich zurecht erinnere. Ich frage mich gerade, ob Kapokime die Attacke dennoch aushalten würde. Ich meine, wir treffen es neutral. Kapokime könnte wiederum, wenn es die Attacke aushält, Zauberschein einsetzen. Das sollte problematisch werden für Megaschlappohr, da es ja jetzt den Typ Kampf hat, neben dem Typ Normal. Mal überlegen. Oder sollte ich vielleicht lieber doch rausgehen zu Elizard und ein wenig Druck aufbauen? Ich meine, Donnerblitz oder Voltwechsel auch, beide Attacken würden sich lohnen. Jetzt ist nur die Frage, ob die Gegnerin doch Demeteros dabei hat, ne? Mist, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich setze doch einmal Rückkehr ein, weil ich unbedingt herausfinden möchte, wie viel Damage wir mit dieser Attacke bei Kapokime machen, mit Megaschlappohr. Oh, immerhin. Oh, ist das die Citrubeere? Oder die Gauvebeere? Gauvebeere. Mondgewalt. Mist, vielleicht wäre es doch besser gewesen, zu Elizard rauszugehen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Attacke mit Elizard ausgehalten hätte. Aber das war mir schon klar, dass ich definitiv mein Megaschlappohr verlieren werde. Spezialverteidigungswert 115. Ja, jetzt können wir uns nur, wenn wir uns den Spezialverteidigungswert von Schlappohr anschauen, nur den Spezialverteidigungswert von Schlappohr anschauen, nicht Megaschlappohr. Wobei, dieses Schlappohr hat ohne die Mega-Entwicklung 116 Punkte im Spezialverteidigungswert. Das bedeutet, Elizard sollte ganz knapp eine Mondgewaltattacke aushalten, wenn es überhaupt die Attacke aus
halten kann. Oder soll ich doch zu Relaxo gehen? Aber wozu, ne? Kann Kapuki mit Fokusstoß erlernen? Das habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass Kapufala die Attacke erlernen kann. Ich glaube doch, dass ich zu Elizard rausgehe. Ah, ich weiß nicht, Leute, ob ich doch eine Elektroattacke einsetzen sollte. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es nicht verkehrt, dass ich Relaxo jetzt nicht eingesetzt habe. Weil Relaxo wiederum Steigerungshieb drauf hat. Ja, wodurch wir Polygon 2 auf jeden Fall in die Enge treiben könnten. Mal schauen. Soll ich jetzt wirklich auf eine Elektroattacke gehen oder direkt Surfer einsetzen? Weil ich davon ausgehe, dass sie eventuell Demeteros dabei hat. Polygon 2 hat sie dabei, hat sie. Kapukime hat sie. Welches Pokémon hat sie noch? Ich weiß nicht, Leute. Ich meine, Sinn ergeben tut das schon, dass sie Kapukime rausnimmt. Elizard hat das Item Wahlglas. Ah, ich setze dennoch Donnerblitz ein. Mal gucken. Kapukime wird zurückgerufen. Polygon 2, okay. Sie zeigt uns immer noch nicht das andere Pokémon. Der Angriffswert steigt, okay. Mal gucken, ob wir dieses Pokémon paralysieren können. Das wäre nice für Relaxo. Nein, okay. Bin am Überlegen, was ich tun sollte. Soll ich jetzt mit Elizard weiter durchziehen? Und auf einen Volltreffer hoffen? Wenn wir aber Polygon 2 nicht mit einem Volltreffer KO'en können, dann könnte es Genesung einsetzen. Was für Attacken könnte Polygon 2 drauf haben, wodurch es ja Probleme machen könnte? Oder soll ich meinen Elizard jetzt schon mal rausnehmen? Vielleicht setzt ja Polygon 2 Triplette ein. Und der Angriffswert ist ja gerade gestiegen. Das würde auf jeden Fall problematisch sein. Soll ich wirklich so Relaxo raus? Ich mach das mal. Würde sie jetzt schon Genesung einsetzen? Ja. Ergibt aber auch irgendwie Sinn. Okay, gut. Leider konnten wir es nicht paralysieren. Aber dafür können wir, dafür sorgen wir uns jetzt dafür, dass der Angriffswert von Relaxo steigt, hoffentlich. Es sei denn, sie hat Enigma dabei. Dann habe ich ein Problemchen. Toxin? Ja! Das hat die Gegnerin wohl vergessen. Solange Pokémon den Boden berühren, bringen solche Attacken nichts. Also Donnerwelle, Irrlicht, Toxin. Wenn ich aber zum Beispiel, ich sag mal, Fiaro oder Tauboss oder Lurak oder irgendein Pokémon, welches Fliegen tut, ja, eingesetzt hätte, dann könnte man mich mit Attacken wie Toxin, Donnerwelle, etc. treffen. Gut, der Angriffswert ist gestiegen. Ich bin am Überlegen, ob ich das weiter durchziehen sollte. Genesung, Toxin. Eisstrahl, Donnerblitz. Mann, das ist so heftig. Ich weiß einfach nicht, welches Pokémon das dritte Pokémon ist. Oder könnte Flunkiefer vielleicht das dritte Pokémon sein? Weil Flunkiefer könnte ja vielleicht das Mega-Pokémon sein. Soll ich eine andere Attacke einsetzen oder doch Steigerungshieb? Ich kann mir nicht entscheiden. Ich setze mal Steigerungshieb ein, aber wenn jetzt die Gegnerin doch Mimikma hat, dann böse. So, jetzt bringt Toxin wiederum etwas. Mist, ey. Die Vergiftung ist so nervig. Aber sowas von. So, der Angriffswert ist jetzt um 2 Punkte gestiegen. Aber leider sind wir vergiftet, was ziemlich nervig ist. Soll ich direkt auf Rückkehr gehen? Probier's mal aus. Vielleicht geht ja die Gegnerin zu Demeteros rüber, falls sie Demeteros dabei hat. Ich muss dieses Polygon 2 so schnell wie möglich KO'en. Dieses Pokémon ist gerade ein richtig krasses Problem. Ich denke, dass ich noch einmal Steigerungshieb einsetzen sollte.
Aber würde das was bringen? Oder soll ich direkt auf Rückkehr gehen? Ne, ich glaube, ich gehe auf Steigerungshieb, weil so wie die Gegnerin drauf ist, wird sie nochmal Genesung einsetzen. Genesung, Genesung, Genesung. Boah, wenn ich es noch irgendwie hinkriegen sollte, ne, dieses Polygon 2 down zu kriegen, dann ist das mega genial. Aber sowas von. Mist, ey, die Vergiftung ist so eklig. Nochmal Steigerungshieb und danach Rückkehr. Das könnte problematisch werden. Aber Polygon 2 kann ja auch demnächst attackieren. Das ist jetzt gerade richtig riskant. Ich ziehe das Ding hier durch mit Steigerungshieb. Mhm, wieder Genesung. So, und danach gibt es die Rückkehr. Ich bin schon ziemlich auf den Damage gespannt. Mhm. Mist, ey, die Vergiftung ist so widerlich. Let's go, Rückkehr. Oder gibt es jetzt einen Switch-Out? Mega Schlappohr. Ja, ja. Ich habe es leider nicht hingekriegt, dieses Pokémon mit Taunt Kick zu treffen. Dafür Kabukibe. So, mal gucken, wie viel Damage machen wir jetzt. Ja. Okay. Jetzt könnte Polygon 2 einfach irgendeine Attacke einsetzen. Und das wäre es dann für uns. Ja, ich setze auf jeden Fall Rückkehr ein. Oder Polygon 2 als Schutzschild, das wäre böse. Genau. Das war eine gute Wahl von Polygon 2. Ich meine, dieses Pokémon muss hier Relaxo nur einmal berühren. Und das war's. So. Jetzt können wir wiederum Polygon 2 KO'en. Ich frage mich, ob ich jetzt wirklich bei dieser Attacke bleiben sollte. Ich meine, Waldwechsel bringt hier überhaupt nichts. Surfer wäre gut gegen Demeteros. Aber ansonsten würden wir mit dieser Attacke jedes Pokémon treffen. Das bedeutet, wenn jetzt die Gegnerin logischerweise eine Elektroattacke erwartet, dann könnte sie uns jetzt ihr drittes Pokémon zeigen oder sie opfert Polygon 2 auf. Okay, ich lasse mich einfach überraschen. Gut. Das war's mit Polygon 2. So, mal gucken, was sie jetzt tut. Entweder zeigt sie uns jetzt das dritte Pokémon. Flunkiefer. Okay, Flunkiefer, Flunkiefer. Ja, Bedroher ist jetzt kein Problem. Mega Flunkiefer, Tiefschlag, das wäre heftig. Aber sowas von. Boah, das wäre so geil, wenn wir es irgendwie paralysieren könnten. Ich hoffe, dass es Tiefschlag nicht hat. Hä, warum macht sie das? Warum macht sie das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist aber nicht gut. Falls Flunkiefer doch Tiefschlag hat, dann bringt das nichts mehr. Bei Tiefschlag ist ja eine Prio-Attacke. Oder nee, das war bei... Nee, sorry. Das war, wenn Capofalla mit dem Psychofeld ankam. Nee, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Sorry, Leute. Nee, Tiefschlag bringt hier immer noch etwas. Ach so. Denkst du, ich habe hier ein physisches Elizard oder wie? Weil wenn das jetzt ein physisches Pokémon wäre, dann würde das auf jeden Fall einen Sinn ergeben, was sie hier getrieben hat. Zweimal Bedroher, der Angriffswert bringt dann 2 Punkte. Okay Leute, wir können nur Donnerblitz einsetzen, weil Elizard das Item Wahlglas bei sich hat. Aber gut, immerhin konnte ich Polygon 2 und Kapitime down kriegen. Was passiert jetzt? Können wir als erstes attackieren oder kommt da Tiefschlag? Ne, wir können den ersten Angriff machen. Mal gucken, gibt es die Paralyse über die Hefte. Und Knuddler, die Attacke geht nicht daneben. Das bedeutet, wir sollten eigentlich jetzt KO gehen. Nice, immerhin. War auf jeden Fall nett, der Kampf. Also wenn ich Polygon 2 von Anfang an mit Turmkick getroffen hätte, dann denke ich, dass ich diesen Kampf ja, definitiv gewonnen hätte. Aber gut, ich frage mich gerade nur... Wie es ausgesehen hätte, wenn mein Elizard jetzt angenommen das Item Focus Gold bei sich hätte.
hätte ich dann dennoch so viel Damage machen können bei Flunkiefer mit Donnerblitz. Also wenn ich 50% von Flunkiefers Kraftpunkten ohne Wahlglas abgezogen hätte, dann ja, hätte sich das gelohnt. Wie oft habe ich jetzt hätte gesagt? Ach, hätte, Fahrradkette. Es ist so, wie es ist. Es ist so passiert, wie es passiert ist. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Wi-Fi-Battle wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.